Was geht ab, meine Freunde? And welcome back from Moskau. Verdammt kalt. Hab ihr hasst Mützen und ich hasse auch Kapuzen und so. Boah, ist so verdammt kalt. Und deshalb krieg ich bald Gehirnfrost. Auf jeden Fall. Ja, was mache ich hier eigentlich? Ich mache hier so einen kleinen Kurztrip mit meiner Mutter. Familie besuche nach 22 Jahren. Darf ich endlich nach Russland einreisen, ohne eingezogen zu werden in die russische Armee? Wäre mir ziemlich unwohl, denn da bin ich halt noch Ausländer irgendwie. Wenn ich Russisch spreche, habe ich einen Akzent auf jeden Fall. Dieses Video werde ich wahrscheinlich zu einem Ganzen cutten. Das bedeutet, ihr kriegt so Russia Bulk Final Special hier zu sehen. Deshalb, meine Freunde, bleibt dran. In Russland legen die sehr viel Wert auf Sicherheit, sehr viel Wert. Das könnt ihr hier sehen. Kontrollieren die eigentlich fast jeden, der reingeht. Mit dem Detektor und im Härtefall wohl auch die Handtaschen. Da werden selbst die Koffer kontrolliert, ohne Ausnahme, knallhart hier. Hier werden sogar die Autos quasi bei der Einfahrt ins Parkhaus kontrolliert. Der Typ läuft da mit dem Spiegel rum. Der schaut sogar unter die Autos. Das ist eine sexy Baby-Frühstücksmahlzeit. Ihr könnt euch denken, dass ich hier keine Dinkelflocken mit gefrorenen Früchten und so bekomme. Obwohl doch, mal schauen. Ich glaube, in der nächsten Zeit wird sich auf jeden Fall was im Hotel anfinden. Wir haben es jetzt 6 Uhr. Es ist Zeit zum Frühstücken. Guten Morgen, meine Freunde, und willkommen zurück zu diesem sexy Vlog. Ich bin jetzt gerade wach geworden. Ich habe gestern eingekauft eigentlich fürs Frühstück. Geflügelwürstchen gekauft. Das Geile war, gerade eben gucke ich morgens und die sind nicht da. Die sind einfach nicht da. Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Irgendwie rausgefallen, vergessen. Sowas hier. Sexy. Zum Knabbern, zum Brot. Ja, Tapia ist Brot, tatsächlich. Frühstücksmahlzeit hat sich nicht geändert. Jeden Tag das Gleiche. Stets gesund. Salat von Oma. Runde Nummer 2. Sexy Burger mit keine Ahnung was für ein Brot und Grüntee. Und was hier sehr beliebt sind, sind Pelze. Pelze, soweit das Auge reicht. Nichts für Tieraktivisten oder sowas. Pelz. Noch ein Pelz. Noch mehr Pelze. Das hört gar nicht auf. Pelz. Verdammter sexy Pelz. Noch ein Pelz. Pelz. Oh, ganz viele Pelze. Ja, okay, jetzt reicht es. Es sind wirklich ziemlich viele Pelze hier. Was geht ab, meine Freunde? And welcome back. Vom Rundplatz, eine verdammt schöne Stadt. Team Sexy findet ihr als nächstes im Four Seasons Hotel, direkt am Roten Platz. Nach, weiß nicht, 45 Minuten Fahrt habe ich endlich das allbekannte Gold's Gym erreicht in Venice Beach. You look pretty pumped up. Stop being a baby. This is Gold's Gym. This is not a baby gym. Nicht. Und zwar ist es das Gold's Gym in Moskau. Eins von zweien. Ist, ja, relativ zentral. Und mal schauen, ob ich da gleich eine Tageskarte bekomme. Und mal schauen, ob ich da überhaupt irgendwie in Ruhe filmen kann für euch. Thank you.
Training ist, wie gesagt, durch. Bedeutet für mich jetzt duschen. Das finde ich geil, dass man duschen kann, ihr wisst. Beziehungsweise viele wissen, ich gehe immer duschen. Ich hasse es, wenn ich nicht geduscht bin nach dem Training. Später zu Hause oder im Hotel alles nochmal dirty machen und rumstinken unterwegs. Ich stinke sowieso die ganze Zeit und schwitze hier, weil du aus einem Raum reingehst, kalt, warm, U-Bahn raus, rein, U-Bahn. U-Bahn gibt es ja gar nicht, also allgemein Metro. Und Essen suchen alle mal und dann attackt das Training an sich, war geil, es hat sich gut angefühlt alle mal. Geile Geräte, aktuell Hammer, also das ist hier quer gemischt, ist alles vollgeräumt mit alles. Hammer Strange, Cybertechs, alles was man auch bei uns aus Europa so kennt, aus Deutschland auch. Also nichts Neues, ich kann euch hier nichts wirklich Interessantes erzählen. Ich habe hier gut gefilmt, ihr habt es gemerkt, es hat scheinbar keinen gejuckt, ich habe auch nicht gefragt. Ich habe relativ viel bezahlt, 25 Euro für die Tageskarte, ja, aber juckt mich nicht, YouTube Money regelt. Die russische Fressmeile. Hier gibt es auch Burger. Und was gibt es auch hier? Was die Russen ja sehr gern essen, sind Pfannkuchen. Pfannkuchen in verschiedenen Variationen. Lachs, Kaviar, alles mögliche. Kennen wir hier Falafel, sexy. Best Kebab. Oh, Chinese. Mein bester Freund. Ich glaube, hier esse ich auf jeden Fall ein paar Mal Mittag. Chinesenparty. Und was ist natürlich proppevoll? Burger King. Wer kann das da oben lesen? Das ist klassisches Fastfood in Russland. Suppen, Salate, Buchweizen, Buchweizen ohne Ende, Pelmeni. Der Imbiss von Breaking Bad. Im KFC wird hier wie nichts anderes gefeiert, als ob es den Laden erst seit kurzem gibt. Ich glaube sogar der Taxifahrer meinte das. Der ist immer proppevoll, egal bei welchem KFC man ist. Bei uns ist er eigentlich, wo ich jedes Mal war oder vorbeigefahren war, immer leer. Noch mehr essen. Ich werde fett sterben. Freunde, ich bin bei meinen Großeltern nach 22 Jahren wieder angelangt. Das Neujahr steht vor der Tür und hier ist ein Tisch gedeckt. Die wohnen hier in einer Einzimmerwohnung tatsächlich. Ja, es ist krass, nach 22 Jahren seine Großeltern wiederzusehen. Also den Vater von meiner Mutter. Ja, aber sehr gemütlich, meine Mutter sagt es. Aber es ist wirklich sehr gemütlich hier. Es ist, wie sagt man, sehr, sehr nostalgisch eingerichtet. Nur so nostalgisch. Ja. Sehr schöne Küche, genau. Ja, und wir setzen uns gleich zum Essen. Was später ansteht, weiß ich gar nicht. Also mir liegt Silvester an sich nicht so wirklich am Herzen, beziehungsweise, was ist nicht am Herzen, aber es ist halt für mich nicht wirklich wichtig. Deshalb dieses Gefeiere, dieses Gesaufe. Ich finde es gut, dass ich hier bin. Das ist mir viel wichtiger mit der Familie, mit Leuten, die ich ja wirklich nach 22 Jahren wiedersehe. Das ist mir, der Zusammenhalt ist mir einfach wichtiger. Deshalb auf ein frohes neues Jahr. So, meine Freunde, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr direkt aus Moskau, aus dem arschkalten Moskau, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen, ihr weiterhin gesund bleibt. Das ist das Allerwichtigste, denke ich, denn Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Meine Ohren sind knallrot gefroren. Boah, in dem Sinne, frohes neues Jahr. Lasst es euch gut gehen. Auf ein starkes 2016. Ich freue mich auf euch alle. Spätestens bei der FIBO. Und das, meine Freunde, war erst der Anfang.